Das Thema künstliche Intelligenz wird derzeit immer wichtiger und als Sims-Kanal wollte ich eine solche über unsere Lieblingssimulation ausfragen. Wir klären heute, was uns eine KI über die Zukunft der Sims und kommende Packs sagen kann und wie ein Gedicht über die Sims 4 genau aussehen könnte. Ich habe euch ja schon vor einigen Wochen eine künstliche Intelligenz vorgestellt, der wir ganz viele verschiedene The Sims 4 Pack-Themen gegeben haben und die daraus dann Screenshots generiert hat. Und das gleiche wollen wir heute mit der Website ChatGPT machen. Der kann man quasi verschiedene Anweisungen geben, zum Beispiel schreibe einen Text über irgendein bestimmtes Thema und dann versucht die KI das zu verstehen und generiert dann wirklich einen richtigen Text. Und wir probieren das heute mal mit ganz verschiedenen Sims-Themen. Wir testen jetzt einfach mal das allgemeine Sims-Wissen der KI und zwar frage ich die KI jetzt einfach mal, was sie allgemein so über die Sims weiß. Also die KI ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Wir bekommen jetzt hier schon so eine kleine Erklärung über die Sims 4. Scheint bis jetzt alles richtig zu sein. Die Sims können interagieren und Beziehungen mit anderen Sims aufbauen, Karriere machen, Eigenschaften erlernen und in verschiedenen Umgebungen leben. Klingt alles soweit richtig. Wer weiß, was die KI so in ihrer Freizeit treibt, vielleicht hat sie ja selber schon mal Sims gespielt. Aber ich glaube, die KI wird jetzt für uns mal so ein bisschen Glaskugel spielen. Ich habe sie jetzt einfach mal gefragt, was das nächste Sims-Erweiterungspack ist. Das weiß die KI leider nicht, deswegen habe ich die Frage mal ein bisschen umformuliert. Ah, okay, also die KI ist sich jetzt auch nicht so ganz sicher, was da kommen könnte. Aber, okay, eine Erweiterung, die mit der Schul- und Karrierewelt sich beschäftigt. Das hatten wir ja bereits schon so mit Highschool-Jahre. Die neue Umgebung und Reiseoption hinzufügt. Eine Erweiterung, die die Möglichkeiten der Gestaltung von Innenräumen und Gärten erweitert. Neue Aktivitäten und Hobbys, also quasi so eine Hobby-Erweiterung, wäre, glaube ich, auch was sich die Community wünscht und eine Erweiterung, die die Sims-Beziehung und Familienstrukturen vertieft. Den letzten Satz hier könnte ich mir sogar für meine eigenen Videos klauen. Das passt sehr gut. Aber ich finde, die Vorschläge sind doch schon ganz gut. Vieles davon haben wir bereits bekommen. Wie wäre es, wenn wir uns mal ein paar Infos zu einer möglichen Pferdeerweiterung einholen? Das wird von der Community sicher auch ganz viel gewünscht. Ich habe ihr quasi gesagt, dass wir gerne einen Pressetext zu einem neuen The Sims 4 Pferdeerweiterungspack hätten. Und okay, The Sims 4 Pferdeabenteuer. Dieses Pack bietet Sim-Fans die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Pferde auszuleben und ihre Sims in die Welt der Pferdezucht, Ausbildung und Reiten eintauchen zu lassen. Das Pack enthält eine Vielzahl von neuen Features, darunter Pferdezucht. Erstelle deine eigenen Pferde, indem du verschiedene Rassen und Farben kombinierst und sie aufziehst. Du kannst sogar deine Pferde auf Wettbewerben und Shows präsentieren, um Preise zu gewinnen. Pferdeausbildung. Trainiere deine Pferde, um ihre Fähigkeiten und Talente zu verbessern. Du kannst sie auf Dressur, Springen und Westernreiten ausbilden und sogar an Wettbewerben teilnehmen. Ich finde es total faszinierend, wie das funktioniert. Ich habe diese Website auch erst vor ein paar Tagen irgendwie selber ausprobiert und es funktioniert so gut. Ich finde auch die Grammatik, wie der ganze Text hier geschrieben ist, es wirkt alles so, als wäre es von einem echten Menschen. Aber eigentlich ist davon quasi nichts echt. Aber ganz ehrlich, so könnte das auch wirklich ein offizieller Text von EA sein. Falls wir so ein Pack wirklich nochmal bekommen sollten, ist es dann höchstwahrscheinlich so, dass wir bei den Wettbewerben dann nicht aktiv dabei sein können. Das wird dann eher ja, im Hintergrund, man kann den Sims dabei nicht zugucken, mäßig irgendwie stattfinden. Leute, ich als Sims-YouTuber versorge euch ja immer recht regelmäßig mit neuen Videos und ich dachte mir, ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Pause, leg mal die Füße hoch, entspann mich mal so ein bisschen und wälz die Arbeit hier auf unseren neuen Kollegen ab. ChatGPT, herzlich willkommen im Team. Ich lasse die KI jetzt einfach mal ein kleines Let's Play generieren, mal schauen, wie das so funktioniert. Ein Tag im Leben meiner Sim-Familie. Willkommen zu einem neuen Let's Play von The Sims 4. Heute werden wir einen Tag im Leben meiner Sims-Familie verfolgen und sehen, was sie tun, um ihre Ziele zu erreichen und ihr Leben zu genießen. Lassen Sie uns loslegen. Ja, genau so würde ich das natürlich auch ausdrücken. Zuerst werden wir unsere Sims aufstehen und ihren Morgenroutine machen lassen. Wir sehen, wie sie ihre Kaffeemaschine benutzen, duschen und anziehen. Als nächstes werden wir unsere Sim-Familie zur Arbeit und Schule schicken, um ihre Karriere- und Bildungsziele zu verfolgen. Wir werden sehen, wie sie interagieren und ihre Fähigkeiten verbessern, um ihren Karrieren erfolgreich zu sein.
Nach der Arbeit und Schule werden wir unsere Sims Zeit mit ihren Freunden und Familien verbringen lassen. Wir werden sehen, wie sie Partys veranstalten, Freizeitaktivitäten machen und Beziehungen aufbauen. Oh Gott, das klingt tatsächlich wirklich wie das langweiligste Sims Let's Play ever. Das war unser Tag im Leben meiner Sim-Familie. Ich hoffe, Sie haben es genossen zu sehen, wie sie ihre Ziele erreichen und ihr Leben genießen. Schauen Sie in der nächsten Folge wieder vorbei, um weitere Abenteurer unserer Sims-Familie zu sehen. Liebe KI, das war jetzt nicht gerade kreativ, trotzdem beeindruckend, dass es so gut funktioniert. Ich finde es auch krass, dass die KI wirklich versteht, was der Sinn von den Sims ist, wie das Spiel funktioniert, was man in die Sims 4 so machen kann. Wir können jetzt hier direkt auch nochmal ein Video hinterher generieren, in dem jemand ein Haus baut in die Sims 4. Mal schauen, was da so Spannendes rauskommt. Nach einer kleinen Gedenksekunde ist die KI auch schon fertig. Villa-Bau in die Sims 4 von Grund auf neu. Schon wieder eine spannende Einleitung. Willkommen zu einem neuen Baututorial für die Sims 4. Heute werden wir eine luxuriöse Villa von Grund auf neu bauen, mit allen Räumlichkeiten und Annehmlichkeiten, die man sich nur wünschen kann. Lassen Sie uns loslegen. Ich finde es auch gut, wie formell die KI dieses Video irgendwie konzipiert. Ich meine, wer sieht's denn in einem Sims-Video? Aber wenn die KI das so meint... Wir beginnen mit dem Grundstück. Wir werden uns ein großes, ebenerdiges Grundstück aussuchen und es mit einer geeigneten Umgebung umgeben. Um die Privatsphäre und Schönheit unserer Villa zu erhöhen. Das ist immer der wichtigste Schritt, dass man die Umgebung auch richtig umgibt. Das muss immer sein. Als nächstes werden wir mit dem Fundament und der Rahmenkonstruktion beginnen. Oh, es wäre so schön, wenn das in diesem Sims auch so detailliert wäre, die Rahmenkonstruktion. Wir werden uns für eine robuste und langlebige Konstruktion entscheiden, um sicherzustellen, dass die Villa standhält. Das klingt schon fast nach so einem D-Sims 4 Baumodus-Pack, in dem quasi noch detaillierter ein Vorgerüst geplant werden muss, damit das Haus auch wirklich steht und nicht zusammenstürzt. Das wäre doch auch eine lustige Pack-Idee. Wir werden dann in die Inneneinrichtung und Gestaltung eintauchen. Wir werden Räume für Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und die Küche einrichten und sie mit den neuesten Möbeln und Geräten ausstatten. Wir werden uns auch Zeit nehmen, um die Farben und Texturen der Inneneinrichtung auszuwählen, um eine gemütliche und einladende Atmosphäre zu schaffen. Leute, wir machen jetzt mal weiter mit einer weiteren Pack-Ankündigung. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ganz frisch wurde nämlich ein neues Die Sims 4 Gameplay-Pack angekündigt. Neues Gameplay-Pack für Die Sims 4. Entdecke das Landleben. Oh, das hatten wir irgendwie auch schon mal. Zimmer, aufgepasst. Wir haben großartige Neuigkeiten für euch. Es wurde ein brandneues Gameplay-Pack für Die Sims 4 angekündigt, das euch die Möglichkeit gibt, das Landleben zu entdecken und zu erleben. Das neue Gameplay-Pack, genannt Entdecke das Landleben, bietet eine Vielzahl von neuen Aktivitäten, Karrieremöglichkeiten und Gegenständen, die das Landleben in The Sims 4 realistischer und unterhaltsamer machen. Einer der Hauptbestandteile des DLCs ist die Möglichkeit, eine Farm zu erwerben auch ganz wichtig, und zu betreiben. Es gibt auch neue Karrieremöglichkeiten, wie zum Beispiel Farmer oder Gärtner. Das Landleben-Pack bringt auch neue Gegenstände wie landwirtschaftliche Geräte, Möbel und Dekorationsgegenstände, die das authentische Landleben in eurem Spiel unterstützen. Es gibt auch neue Kleidungsstücke und Frisuren, die perfekt für das Landleben geeignet sind. Das Entdecke das Landleben-Pack wird zum Kauf verfügbar sein für $19,99. Finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob die KI das jetzt wirklich nachrecherchiert hat. Aber ich meine, $19,99 ist ja auch der ganz normale Preis, den wir für die Sims 4 Packs zahlen müssen. Außer natürlich, ihr kauft bei Instant Gaming, da gibt es viele Packs für die Sims 4, auch bis zu 70% günstiger. Schaut dazu gerne mal in der Beschreibung vorbei, wenn euch das interessiert. Das Pack enthält eine Vielzahl von neuen Karriereoptionen, darunter die Möglichkeit, ein Politiker oder ein Schriftsteller zu werden. Ja, haben wir beide schon im Spiel. Es gibt neue Gebäude, darunter ein Regierungsgebäude und eine Schriftstellervilla, die ihr erkunden könnt. Okay, jetzt wird es ein bisschen teurer. Der Preis für das Gameplay-Pack wird $29,99 betragen und es wird sowohl im Origin-Store als auch auf anderen Plattformen erhältlich sein. Auch verrückt. Einfach ein Pack, was sich nur um Politik und Schriftsteller dreht. Auch sehr spannend. Es gibt ja so viele Challenges in The Sims 4, dass sich die KI doch jetzt gerne auch mal an einer neuen versuchen kann. Wir kriegen heute wirklich die perfekte Challenge, die total Spaß macht und bestimmt nicht doof wird. Schauen wir doch einfach mal. Eine mögliche Challenge für die Sims 4 könnte die Survival Challenge sein. In dieser Challenge geht es darum, mit einer Gruppe von Sims eine Insel zu bevölkern und zu überleben, die nur sehr wenige Ressourcen zur Verfügung hat. Starte mit einer Gruppe von Sims, die auf eine einsame Insel strandet. Du darfst nur begrenzte Gegenstände und Baumaterialien mitnehmen, die auf der einsamen Insel verfügbar sind. Du musst dafür sorgen, dass deine Sims genug zu essen und zu trinken haben und ihre Grundbedürfnisse erfüllen.
Du musst auch dafür sorgen, dass deine Sims sichere Unterkünfte bauen und vor Gefahren wie wilden Tieren oder Unwettern geschützt sind. Du darfst nur dann einen neuen Sim hinzufügen, wenn ein Sim geboren wird oder von einem anderen Sim adoptiert wird. Deine Sims dürfen die Insel nicht verlassen, bis sie eine sichere und funktionierende Gesellschaft aufgebaut haben. Es klingt spannend, leider teilweise gar nicht so richtig umsetzbar, die auf einer einsamen Insel stranden. Vielleicht müsste man da irgendwie mit dieser Inselregion aus Windenburg spielen, das würde mir jetzt vielleicht noch einfallen. Plus in Die Sims 4, da fehlt uns noch das richtige Pack dazu, dass wir das so machen können. Die KI steigt jetzt nämlich auch ins Musikbusiness ein. Wir lassen uns jetzt einfach mal ein Lied über Die Sims 4 schreiben. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich habe mich in Die Sims verliebt, seit ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, gehe ich jetzt mal von aus. Ich baue Häuser, erstelle Sims. Ich bin süchtig nach diesem Spiel. Oh yeah! Oh mein Gott, Die Sims 4, Die Sims 4. Eine Welt voller Möglichkeiten. Es ist wirklich sehr musikalisch, es reimt sich super. Ich kann alles sein, was ich will, in der Welt der Sims, yeah. Oh mein Gott, das ist wirklich schrecklich. Ich kann Karriere machen, reich werden oder einfach nur das Leben genießen. Die Sims 4, Die Sims 4, eine Welt voller Möglichkeiten. Habe ich jetzt gerade spontan ein kleines Déjà-vu. Ich kann alles sein, was ich will, in der Welt der Sims, yeah. Ich glaube, ganz ehrlich, die Entwickler können das direkt 1:1 übernehmen. Das landet jetzt direkt auf dem offiziellen YouTube-Kanal für die nächste Werbekampagne. Bin echt fasziniert, wie gut es funktioniert, vor allem mit Die Sims 4. Ich finde, die KI hat schon sehr gut den Sinn und so irgendwie zusammenfassen können, was ich sehr beeindruckend finde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so diese KI fragen würdet und was bei euch vielleicht auch so für lustige Antworten rausgekommen sind. Ich finde, da war schon sehr viel Gutes dabei. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.